Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu Gespay, Hearts of Iron 4, in dem wir uns auf den Weg Richtung Osten begeben, so wie es ausschaut. Leider ungewollt, weil ich hatte eigentlich nie vor, dorthin zu gehen, aber ich meine, die Sowjets, die drängen einen dazu. Sie wollen Bessarabien haben, aber sie werden es nicht bekommen. Sowas von überhaupt rein gar nicht an der Stelle. So, Netzwerk aufbauen in Moskau, Netzwerk aufbauen hier unten, wunderbar. Ich möchte über alles informiert sein. Ich über alles da drüben. Die Chiffrierung vom Feind. Auch her damit. Das wäre mit allem gerade mit dabei. 50, damit wir eine Nachricht offiziell noch dazu bekommen. Das brauchen wir leider. Aber was bräuchten wir, um die Fraktion zu übernehmen? Das wäre jetzt noch interessant. Ja, wir haben noch viel zu wenig Fabriken. Viel zu wenig Fabriken, aber das sind wir ja quasi am Hochkommen nach und nach. Das ist das einzig Schöne. Es wird besser. Norwegen hat kapituliert. Deutschland? Ja, ich habe ein bisschen viel dazu genommen. Ich werde es nicht kampfes aufgeben, also das kannst du sowas von knicken. Eventuell müssen wir sogar noch sagen davor, hey, tun wir mal die Airfields noch weiter aufbauen. Das ist nur so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das könnte noch wichtig sein. Ich weiß alles zurück, wenn es sein muss, aber sowas von alles. Ich habe noch 51 weitere Divisionen, die darauf warten, rausgepumpt zu werden. Ich brauche nur noch mehr leichte Panzer, so wie es ausschaut. Was ich echt komisch finde. Tod den Kommunisten. Vor der Vernichtung des tschechoslowakischen Nationalismus. Was? Ach, Ivo, als ob. Ich bitte dich. Das will doch keiner hören hier. Mich und vernichten. Niemals. Niemals. Eins, zwei. Eins, so. Wir können hier noch überall Bunker hindauen. Einfach nur zum Notfall. Wer weiß. Und wenn sie wirklich Basereien haben möchten. Wir wissen ja. Medinosen ist nicht gut Kirschen essen an der Stelle. Sottle. Klatsch mir da doch mal eine Kleinigkeit hin. Muss nicht viel sein. Aber so ein bisschen wäre echt angenehm an der Stelle. Können sogar noch mehr rauspumpen eigentlich, aber wir warten noch kurz. Noch haben wir die massive Überlegenheit. Da kann uns ja quasi nichts passieren. Tage hätten wir dann. Ja, beanspruche nur, was du beanspruchen möchtest. Jetzt geht es eigentlich relativ gut, stelle ich gerade fest. Richtig gut sogar, Tschechische Universität. Ja, nice. Die Legion brauchen wir auch nicht. Partnerschaft möchte ich eigentlich nicht haben. Das ist etwas Komisches hier. Linie. Die könnte man nachher zur Gaudi einfach machen. Ja, komm, was ist oder? Das ist es auch nicht. Ja, dann machen wir die Polenlinie. Was soll es an der Stelle? Und nebenbei können wir auch kleiner sagen, hey, besorg mir doch die besseren Flieger. Agent gefangen genommen. Unschön. Ganz, ganz unschön. Operation. Okay, ich besitze nicht die Stärke. Na, warte mal ab. Ich besitze sie bald. Nur keine Sorge. Funksprüche. Was kann man sonst noch alles machen? Biologisch sind das erstmal Pille, Plastiksprengstoff. Pläne stehen. Die Chiffrierung, das wäre noch was. Von 30% hier.
Das ist viel als Vorbereitung. Das ist echt viel. Der gute Mann, hey. Der gute Mann, einfach so weggesperrt. So, danke dafür. Die nächsten bauen. Ihr habt her damit. Immer nur her damit. Maximal Panzerung, maximal von allem. Das gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Und das andere wird ja einfach nur... Ja, also das ist das, am besten momentan. Bitteschön, einmal upgraden und den nichts Besseren raushauen. Die echten Panzer werden einfach nur explodieren unter unserer Fuchtel. Krieg gegen die Sowjets. Machen wir auch. Direkt steigern das Ganze. Gerade unser bester Mann ist jetzt angefangen worden. Griechenland ist den Alliierten beigetreten. Okay, sollen sie ruhig. Ein paar Tagen abgeschlossen, dann können wir es machen. Dann können wir es doch machen. Einen Deutschen einsetzen. Infiltrationen. Türkisch-Deutsch. Ich meine, Deutschland wird hier überhaupt nicht aufhören, würde ich sagen. Überhaupt nicht sogar. Zack, wunderbar. Ein bisschen weiter noch aufarbeiten, das Ganze, und dann sind wir soweit fertig. Dann müsste man rausholen können. Na komm, na komm, na komm. Und Vorbereitung ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt kann man rausholen. Und zwar... du hier. Beginnen. Holen raus. End- und Verschlüsselung haben wir auch soweit fertig. Das heißt, wir müssten da auch schneller sein eigentlich. Yep, ein paar Tage, ein paar Jahre. Das passt. Die können uns eh nichts. Die können uns eh nichts. 1000. Ihr seid auch soweit bereit. Aber wir könnten auch noch sagen, hey. 21, so. Ja, ist ein bisschen mehr gekostet, aber was soll's. Hauptsache, wir haben noch mal ein paar tausend Kanonen mehr an der Front dran. Die Schiffierung läuft, Operationen laufen auch soweit. Vor der November ist er, könnte er draußen sein, sagen wir es mal so. Chiffrier erobern, vorbereiten. Wenn wir das erobern könnten, oh, das wäre wunderprächtige Natur. Das wäre das Genialste überhaupt. Können wir gegen Niederwalzen. Und zwar auf die schnelle Art und Weise. Die nächsten Infanteriewaffen machen. Yep, ich bitte doch darum. Wir haben... Oh. Wir haben das Problem Zug, so wie es ausschaut, weil ich es nie beachte. Gebe ich auch jetzt zu, ich beachte das Problem Zug nie. So, Dankeschön. Machen wir doch mal welche. Währenddessen kommt weiter Entschlüsselung. Wir haben die Polenlinie. Wir machen die interne Schanze auch noch gleich mit dazu. Kann man sehen, wo ist denn die Polenlinie eigentlich? Ah, hier, einmal entlang ist. Oh, nice. Das gesamte Gebiet wird einfach nur ein riesiges Problem. Ah, ihr dürft gern Dauerkrieg da unten machen. Ich werde mich hier nicht einmischen da unten, aber sowas von gar nicht. 50% hier und dort haben wir unsere Sachen soweit. Yep. Wir könnten ja noch fragen, ob wir vielleicht... Ja. Tod dem Faschismus. Alles gut bei dir, alles gut bei dir. Aber wir können keine Anfrage machen, wenn wir nicht im Krieg sind. Schade. Ob man uns vielleicht ein bisschen was geben könnte. Was war das jetzt? Oh, er ist wieder frei. Er ist wieder frei. Okay, dann darf er natürlich dort arbeiten. Und du darfst natürlich dort arbeiten. So. Das gesamte Gebiet. Wir wissen dann alles, was hier vor sich geht. Wirklich alles nach und nach. Bessere Artillerie. Noch bessere Artillerie. Warum nicht? Ah, beziehungsweise... Oh, was ganz anderes. Ein besseres Chassis für die leichten Panzer. Das ist auch noch eine gute Sache. Wir produzieren, glaube ich,
Ja, nach und nach. Komm. Nein, wir werden nicht einwilligen, mit dem Teufel zu agieren. Ja, auf keinen Fall. Ich würde gerne gegen die Krieg führen, aber die Unabhängigkeit wird von beiden Seiten gerade garantiert. Also von dem her, nicht gut, nicht gut. Oh, schön, dass wir nicht im Krieg sind. Deswegen Griechenland, baller weiter, baller einfach weiter. Stör sie. Störe sie in ihrem Tun. Das passt dann schon. Schiffierungs-Upgrade immer schön weitermachen. Vorbereiten. Wir brauchen zwei Stück dafür. Dich hier und dich hier. Los geht's. Yep. Klau dir die Schiffierung von ihnen. Einfach mal kurz klauen und gut ist. Oh, neue Flieger, neue Flieger und auch neue Bomber direkt hinterher geschmissen. Ihr macht den Jäger 2 und der bekommt sogar noch. Ein bisschen Zuverlässigkeit noch hinterher. So, wenn wir den neuesten schon machen, dann soll es natürlich auch der beste sein. Okay, was haben wir sonst noch gerade im Angebot? Echt alles, wenn ich es richtig sehe. Wie wäre es denn, wenn wir noch ein bisschen dort und dort ausbauen? Dort und dort ausbauen? Auf dass wir hier quasi 200 hinbekommen. Ja, das passt. Dann die nächsten 200. Dort und dort noch hinbekommen. Wunderschön. So, so und so. Oder einfach nur noch eine noch größere Produktionsschiene. Weil der Rest wird gerade relativ gut gemacht. Ja, es geht, muss man sagen. Zwei weitere. Wo können wir denn sonst noch gerade was machen? Nach oben und nach oben. Bitteschön. So, das wollte ich nur haben. Einmal kurz zwischendrin produziert, dann passt es schon. Das heißt, die können uns jetzt den Krieg erklären, oder wie? Anscheinend ja. Okay. Sollen sie ruhig probieren an der Stelle. Sollen sie probieren. Wir haben unsere Stellung gebaut. Es ist nicht stark, aber es ist zumindest etwas. Hallo Sowjets. Schön, dass es euch gibt, würde ich mal behaupten. Mongolei ist auch wieder zurückgekommen, okay. Bitteschön den Himmel säubern, wenn es geht, den Himmel säubern. Ansonsten sage ich jetzt einfach mal, bitte alles, was ich habe, raus. Zack, zack, 8 Stück davon hier rüber hin. Ihr werdet Teil der Armee werden. Bekommt auch noch einen General mit dazu, dann passt es soweit. Einer darüber hin. 4 Stück darüber und nochmal 2 Stück darüber. 4 Stück darüber. Bam, bam, bam. 4 Stück darüber. Und nochmal 4 Stück. So. Okay. Und dann sagen wir noch 1, 2 nach da. Weil wir eh so viele haben, stelle ich gerade fest. Massivst viel sogar. Ihr seid Teil von der Küstenverteidigung. Yep. Das können wir so durchziehen. Passt, passt, passt. Ein weiterer zu dem hin und noch 4 Stück von denen nach darüber hin. Das hat auch den Sowjets den Krieg erklärt. Wunderbar. Dann können wir ja quasi von euch auch Leibpachtanfrage machen. Nach zum Beispiel Zügen? Nein. Nach Kanonen? Nein. Ausrüstung? Nach nichts. Ernsthaft nach nichts. Okay. Italien. Besser als nichts. Vielleicht noch ein paar Schiffe? Auch noch. Das ist nicht mal so schlecht. Leibpachtanfrage von euch. Ich weiß, ihr mögt mich eigentlich gar nicht, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, Deutschland.
Dankeschön für das alles hier. Ja, wir bekommen zumindest ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Logisch, deswegen verlieren wir gerade Züge. Das ist ungünstig. Das ist mehr als ungünstig. Dann sagen wir, ich hätte gerne Notfall umbauen. Nein, ich hätte gerne noch mehr Züge. Viel mehr Züge bräuchten wir. 300, 300. Ich habe einfach zu wenig für die Aktion. Was ist denn, wenn wir sagen würden... Wobei, wir sind mitten im Angriffskrieg. Ja, sieht mal so schlecht aus, gebe ich zu. Überhaupt nicht sogar. Auch wenn wir ein paar Probleme haben. Das alles bitte wegmachen. Es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen mit Deutschland handeln. Ne, mit Schweden können wir auch noch. Ja. Könnten wir ja auch noch ein bisschen was machen. Die Chiffrierung, Dankeschön. Noch ein bisschen mehr. Es fehlen noch ein paar Tage, bis wir quasi durch wären. Die sind am Klauen. Das dauert auch noch ein bisschen. Go, go, go. Ich möchte natürlich auch ein bisschen was für mich gewinnen in diesem Krieg. Kann nicht sein, dass Deutschland hier quasi so viele Punkte bekommt und ich nichts. Mhm. Aufklärungsflugzeuge. Ich meine, okay, ich meine, wir können den mal reinschmeißen. Es wird nicht so viel bringen, aber was soll's. Die Ukraine. Her damit. Immer nur her damit. Interne Schanzen sind auch soweit fertig. Panzertechnologie. Ja, was soll's. Die können wir auch mal nebenbei machen. Danach machen wir noch ein bisschen Kriegspropaganda gegen Tuna Tuna. Und wir machen noch ein bisschen Kriegsanleihen. Nein. Brauchen wir nicht. Brauchen wir an der Stelle nicht. Komm schon, wir müssen nur rüberkommen. Wir müssen einfach nur rüberkommen, das war's schon. IMRO ist zurück. Sollte es uns irgendwie was sagen? Yep. Verfolgt sie aktiv, dankeschön. Verfolgt die doch einfach mal. Das muss nämlich echt nicht sein, wenn die hier quasi randalieren. Dann brauchen wir die nicht. So, 2 pro Monat. Yep, so viel brauchen wir auf jeden Fall. Ach, Russland. Das ist ein Krieg, der musste nicht sein. Der müsste einfach nicht sein an der Stelle. Ich habe auch nichts versehen, was hier oder sonst was übrig. Ich würde sagen, wir könnten da noch ein bisschen was machen, aber selbst das bringt uns rein gar nichts. Waffentechnik. Ihr habt immer schon weiter Waffentechnik machen. Luftbodenkampf. Ich meine, wir haben Luftboden. Also machen wir Luftbodenkampf. Das spricht doch eigentlich dafür, würde ich sagen. Danke für die Dechiffrierung. Jetzt machen wir die andere noch. Dann haben wir nämlich quasi das 9 plus Ultra, wenn es darum geht. Flugzeuge haben wir auch soweit alle. Yep. Dann machen wir als nächstes Produktivitätssteigerung. Yep. Das wäre noch eine schöne Sache. Ich möchte eigentlich wirklich nicht mit denen handeln. Die Türkei über den Landweg, aber das bringt uns auch nichts. Das ist die Vereinigten Staaten. Das sind einfach die Vereinigten Staaten. Mit dem müssen wir was machen. Alles andere bringt nichts. Luftunterstützung. Die nicht bessere Variante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luftunterstützung. Mark 1 bauen. Wunderbar. Sitz passt und hat Luft. Die Straßen werden auch gebaut. Danach muss der Rest wieder weiter gebaut werden. Ja, das passt soweit. Und danach immer schön weiter. Die Chiffrierung ist am Laufen. Ja. Der Gegner hat hier auch nichts mehr zu sagen. Das passt auch soweit. Und genau, ihr tut ja quasi die Küste hier verteidigen, dass mich hier keiner angreift von hinten. Das ist relativ wichtig noch. Ich bitte darum, noch ein paar weitere zu machen.
Solange wir es können und ihr werdet auch noch Teil von der Armee werden. 18, 19, 20, 24, 25, weil ich glaube, wir hatten. Ah, ne, hatten wir nicht. Okay. Ich würde sagen, wir hatten hier noch ein Problem hier an einer Stelle. Haben wir nicht mehr. So, 17 Stück. Rein mit dir. Dann sind wir damit auch zufrieden. Ja, ich habe nicht genug von den Transportern übrig. Ah, unschön. Ganz, ganz unschön. Ja, gut, dann hilft alles nichts. Dann hilft's alles nichts. Britisch Malaysia. Schweden können wir über Land. Was? Schweden geht's über Land. Ja. Gesicherte Route über Land. Okay, passt. Durch die kleine Inselbrücke. Stimmt, da war ja was. Da ist ja was. Während hier unten. Teil Großbritannien, ihr haltet es noch. Finde ich gut. Ich hoffe, ihr haltet es auch noch weiter. British Malaysia muss aufhören. Wir können es nicht mehr leisten. Siam geht über Land auch noch. Dann machen wir über Siam. Dann schmeißen wir ein bisschen über Siam was her. Das sind alles deutsche Jäger. Lass mich da ein. Dankeschön dafür. So nicht anders muss es ausschauen. Maschinengeschützte Verschlüsselung und nochmal machen. Wir haben es gleich. 63 Tage ist auch nicht mehr lange. Dann haben wir quasi das Problem hier gelöst. 6 Tage ja auch noch. Ja, nice. Gibt es einen Angriffsbonus? Einen gewaltigen Angriffsbonus sogar. Hohoho. In der Einsatz wurde es offenbar von seinem Gehirn enttarnt. Er ist untergetaucht. Na, danke auch fürs Gespräch. Aber macht nichts. Wir haben was. Dechiffrierung, los geht's. Und bitte Netzwerk ausbauen nach Stalingrad. Ja, wunderbar, beziehungsweise. Ihr beide versucht hier ein bisschen rumzuhacken. Das passt dann schon. Ich wollte gerade sagen, mach sie von uns fertig. Mach sie von uns fertig und immer schön nach vorne durchbrettern. Wir machen gerade nichts mehr, schauen die Chiffrierung. Deutschland entschlüsseln. Ach, das ist Luxemburg. Nee. Das brauchen wir nicht. Bräuchten den Gegner eigentlich, aber ja. Definiere den Gegner mal. Iran, Irak wäre noch was. Aber die bräuchten wir gar nicht. Die möchte ich auch gar nicht momentan. So, immer schön weiter vordringen. Der Gegner kann gerade nichts machen. Der Fall von Kiew. Was ist denn, wenn wir sagen, aggressives Vorrücken? Das müsste ja eigentlich relativ gut funktionieren an der Stelle, weil wir ziemlich viele Truppen haben. Panzermodernisierung. Ja, oder wir sagen noch. Infanterie, beides. Panzer und Infanterie machen wir. So, wunderbar. Das haben wir auch damit abgeschlossen. Was haben wir als nächstes? Du bist Operationen. Dann schießen wir das Ganze. Dankeschön. Akte ist geschlossen. Mehr wollte ich auch gar nicht. So, wenn ich jetzt die rausschmeiße, dann haben wir 24 Stück hier drinnen. Und können dann auch mal sagen, hey, du mein Kollege. Du kriegst jetzt auch einen neuen Generale, weil wir haben bestimmt irgendjemanden für dich parat. Ist für die Strategie sogar gut. Oh, nice. Das gefällt mir doch. Aggressive Angreifer her damit. Und auch Defensivdoktrine. Du kannst beides machen. Doch, warum nicht? Warum nicht? Nach da unten hin mit Angriffstrupp nach hier runter rauschen. So. Go, go. Angreifen bis zum Umfallen. Wir haben bitte verloren, 200.000. Tendenz massiv steigend momentan. Deutschland, könntest du uns noch mehr geben? Kannst du sogar... Oh, nice. Die wir jetzt im gleichen Krieg sind, würde ich mal sagen, können die es auch gut gebrauchen, wenn sie quasi uns noch als Kollegen haben. Sodle. Italien. Eine Pachtanfrage.
Ja, wir verstehen uns noch nicht so gut. Das hier, Bulgarien auch noch. Immer schön alles mitnehmen. Von jedem Land alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Die müssen ja am liebsten, was man untereinander quasi so tauscht. Ist wahrscheinlich nicht viel. 6, 300, 400. Ja, das ist nicht so wirklich viel, aber besser als gar nichts an der Stelle, muss man sagen. Besser als gar nichts. Weiter ausbauen. Maschinentechnik fürs Netz, stimmt mal. Dann hätte man nämlich alles soweit erledigt. Noch mehr Leute brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Nein, überhaupt nicht sogar. Die hier. Ihr kommt bitte nach da unten hin. Und greift darüber an. Go, 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 go. Wie schaut's aus mit Luftunterstützung? Wir brauchen hier nichts mehr. Wir brauchen eigentlich alles hier momentan. Dann her damit. Bombt sie ins Nirvana runter. 2,5, das ist ein guter Wert. Da kann man nicht nein dazu sagen. Ein bisschen besser Infanterie kommen auch noch gut hinterher. So, wir haben das Chassis. Dann machen wir als nächstes den Motor. 44 Tage. Das ist gerade egal, was wir machen. Es ist gerade egal, was wir von den beiden Sachen machen. Kriegsanleihen. Das wäre etwas. Oder wir sagen. Zufälligkeit und bessere Geschwindigkeit von unserem Panzer. Ihr per damit. Da sag ich nicht nein dazu. Ich wollte gerade sagen, bitte. Alle, die ich habe, da runter gehen. Es gibt keinen Grund, nicht nach da unten zu gehen. Wunderbar. Und wir haben die Angriffslinie wieder, so wie sie sein sollte. Türkei. Wir können doch bestimmt von dir ein bisschen Sprit bekommen, oder? Oder Iran wäre auch was. Ich habe zwei Ladungen, das passt schon soweit. Werden wir unentwegt weiterbauen? Yep. Einnehmen, einnehmen und immer weiter einnehmen, egal wo, egal wie. Wir sind gerade der treibende Faktor bei der ganzen Aktion. Und, oh, guck mal. Oh, ja. Von denen hier bitte nicht so weit machen. Immer schön nach da unten gehen. Wir möchten, wenn es geht, nur unser eigenes Gedönse machen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wunderschön. Gibt es hier auch ein paar Flughäfen? Yep, gibt es sogar. Können wir damit anfangen? Die Leute nach vorne sind so. 3, 4, 5, 6. Passt. Von da nach da runter machen. Mit dem Bereich nämlich auch schon mal gesichert. Ja, ziemlich schnell rumbekommen werden. Agent gefangen genommen worden. Ah, Mist. 30% bräuchten wir und wir haben momentan erst 20. Unschön. Das haben wir gleich. Den kriegen wir raus. Aber sowas von kriegen wir den raus. Das haben wir jetzt auch soweit fertig, dann brauchen wir nichts mehr machen. Passt. Passt, die restlichen 15 können wir jetzt gebrauchen. Was? Frankreich versenkt Flotte, was? Weiß jetzt nicht, warum ihr das gemacht habt, aber okay. Agent gefangen genommen. Wollt ihr mich vergackeiern? Moment, erst mal das hier machen. Wir können nicht laufend irgendwelche Sachen gefangen nehmen. Unschön. Ganz, ganz unschön sogar. Schweden noch mehr holen. Yep, das passt. Prozent haben wir gerade genug. Yep. 4000 weitere Waffen. Die kriegen wir auch. Ungarn ist ziemlich groß geworden. Das ist auch 42.000. Yep, wir müssen hier noch weiter durchbrechen. Das auch. Wie schaffe ich jetzt bitte 30% bei Spionage? Wenn schon der zweite gefangen genommen worden ist. Die ganzen Leute hier. Okay, noch mehr Bombe hier hinschmeißen. Faschismus ist beendet. Das heißt, wir sollten zum Großteil faschistisch sein. Ich merke es gerade, russische Musik im Hintergrund. Auch nicht schlecht. Der ist in 8 Tagen fertig. Das passt auch soweit. Da sage ich nicht nein dazu, während wir immer schön weit hier durchkommen. Sage mal.
Sie möchten es echt wissen. Sie möchten es echt wissen. Na gut, was soll's. Normal bitte angreifen, normal bitte angreifen. Wir brauchen jetzt keine Matraschdach draus machen. Das wäre nämlich echt ein bisschen ungünstig. So, aber wie es ganz weitergeht, in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und wie immer, tschüssle. Dann müssen wir uns durchaus überlegen, wie wir gegen Deutschland vorgehen können, wenn die Alliierten es nicht schaffen.